Hallo YouTube, willkommen zu einem neuen Video hier bei Gavatrons. Heute packe ich zwei Anime-Filme aus, mal keine Serie. Und zwar die Animes Das Leben des Bodori Gosuke oder Gusuke von Anime House und Giovannis Insel von Universum Anime. Das sind zwei Filme, die haben alle sehr gute Bewertungen bekommen, beziehungsweise auch Preise. Aber die gehen irgendwie unter, habe ich das Gefühl. Und die sind auf DVD und Blu-ray erschienen. Ich werde euch die Trailer und die Links zu Amazon in der Beschreibung verlinken und die Trailer auch in meinem ersten Kommentar. Ich würde sagen, wir fangen mit dem Anime an. Ja, den habe ich mir jetzt mal gekauft auf DVD, weil mir die reiche DVD, das wisst ihr ja, aber ihr könnt euch auch gerne die Blu-ray kaufen, werde euch auch, wie gesagt, die DVD und Blu-ray in der Beschreibung verlinken. Und ich finde es schade, wenn so Meisterwerke untergehen, wenn es dann Meisterwerke sind, aber der Trailer sieht schon sehr interessant aus und ihr könnt mir ja sagen, wenn ihr den Film kennt, wie er euch gefallen hat. Also ich finde, der hat irgendwas und ich freue mich auf den Anime sehr. Ich habe 12 Jahren freigegeben und es ist ein schönes Motiv. Und hier hinten steht ein fantastisches Abenteuer in traumhaften Bildern in Stil von Studio Ghibli aus der Feder des des größten Märchenerzähler Japans. Dann stehen hier die ganzen Preise, die der Anime bekommen hat 2013. Und ja, Genre ist Drama, Laufzeit 108 Minuten, Sprachen sind Deutsch und Japanisch, Untertitel Deutsch, Regionalcode 2, Bild 16 zu 9 und extra haben wir ein Booklet und ein Wendecover. Und ja, wie gesagt, den Trailer werde ich euch in der Beschreibung und in dem ersten Kommentar verlinken. Und guckt es euch auf jeden Fall an und lasst solche Animes nicht liegen. Ich finde es immer schade, weil klar gibt es sehr viele gute Serien, aber man lässt oft so Meisterwerke untergehen, wie ich finde. Ja. So, da habe ich die Folie entfernt. War ein Akt. So, da haben wir ein Wendecover, was ich gut finde. Das ist immer schön. Ich kann, darf nicht so draufdrücken mit meinen Daumen, es platzt der auf. Aber naja, lass lieber mal drin. Jetzt kommt wieder ein Flugzeug. So sieht die Dis aus. Das Wendecover. Und dann gucken wir uns das Booklet mal an. Das fühlt sich gut an. Sorry wegen dem Flugzeug, aber ihr kennt das ja. Und ja, ist ziemlich laut. Ich rede mal was lauter. Schade, dass das jetzt kommen muss, weil es nervt mich tierisch. Weil ihr wisst ja, ich hasse es. Egal welche Uhrzeit ich ein Video drehe, es passiert immer wieder. Hier sind wir haben wir die Charaktere. Und dann nochmal Werbung. Hier unten haben wir Devil's Part-Timer, auch ein sehr guter Anime. Wie auch Tari-Tari. Und Arcana Familia ist Geschmackssache. Ich fand den ganz okay. Und da waren auch noch Postkarten bei. Zwei Stück. Und diese schöne Karte mit der süßen Katze. Ja, ich hätte euch jetzt gerne die DVD mal rausgeholt und das Wendecover gezeigt, aber ich habe Angst, da blute ich immer schnell noch und deswegen drücke ich mal lieber nicht drauf. Aber sehr gut, dass es ein Wendecover hat. Ja, und Giovannis Insel basiert ja auf einer wahren Geschichte, wie ich auf der Hülle hinten gelesen habe. Ihr könnt ja auch mal gerne ein Video bei meinen Kollegen von YouTube gucken, bei dem Julian, der hat ein Video dazu gemacht, das werde ich mal in der Beschreibung auch verlinken. Da könnt ihr euch das mal angucken. Der fand den Anime nicht schlecht. Der ist ab 6 Jahren freigegeben. Der erste Moment an den Anime, wo ich den Trailer gesehen habe, hat mich irgendwie an die letzten Glühwürmchen erinnert. Und die letzten Glühwürmchen ist nämlich einer der Studio Ghibli-Filme, ja, den ich immer ganz oben halte, weil ich finde den einfach toll, traurig und schön. Ja, Giovannis Insel, basierend auf wahren Begebenheiten, erzählt Giovannis Insel die Geschichte Interkulturenrennen und Freundschaften zwischen Kindern auf den Inseln Chicota, die nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs von den Sowjets annektiert wurde. Oh Mann. Dann haben wir als extra Making-of, Artworks-Galerie, Video, kann ich gerade nicht lesen, Interviews mit Paulina und ja, gucken wir doch einfach mal. Ich habe es ja oben schon geöffnet. Oh, ich habe gepfeift. Interview mit Paulina Jujesko. Wendecover haben wir hier. Und wo stehen denn hier die Daten? Aha. Laufzeit sind 97 Minuten. Laufzeit der extra 53 Minuten. Bildformat ist 16 zu 9. Ton ist Dolby Digital 5.1. Sprachen haben wir hier Deutsch und Japanisch. Untertitel Deutsch und Regionalcode 2. Ja, von dem Artdesign des Anime
Ist Geschmackssache, aber da gewöhnt man sich, glaube ich, dran. Also der Trailer, den ich mir angeguckt habe, hat mir aber auf jeden Fall gefallen. Und hier haben wir auch wieder Postkarten und ein Wendecover. Ja, finde ich gut. Und hier sind aber drei Postkarten drin. Also was ich aus dem Trailer entnommen habe, ist sie, glaube ich, eine Russin und er ist Japaner und die sind auch hier auf so einer Insel, die... Ja, da kommt auch der Krieg dahin und dann weiß ich nicht, muss ich gucken, das sieht auf jeden Fall interessant aus. Wird bestimmt eine dramatische Serie, beziehungsweise Film, was darf ich denn jetzt? Und ja, ich fand die Trailer sehr interessant und wenn ihr die beiden Animes, kriegt ihr noch Sprachfehler, ich hasse das. Seit dieses beschissene Sorry-Flugzeug gekommen ist, es geht mir so auf den Sack. Aber egal, die Trailer habe ich mir angesehen, die haben mir beide sehr gut gefallen. Und wenn ihr die Anime gesehen habt, könnt ihr mir ja sagen, wie sie euch gefallen haben. Ich finde, die sind auf jeden Fall einen Kauf wert, auch wenn ich schon die Trailer gesehen habe. Die waren sehr interessant. Und ja, wenn ihr sie haben wollt, geht auf Amazon. Die Links sind in der Beschreibung. Ansonsten guckt euch die Trailer an. Und ich bedanke mich ganz herzlich, trotz meiner Sprachfehler am Ende wieder, die mich selbst nervt. Es kommt das nächste Flugzeug. Dass ihr euch Zeit genommen habt für mein Video und würde mich über eure Kommentare und Bewertungen freuen. Tschüss!